Hallo lieber Zwilling und willkommen zu deiner Tarotbotschaft für die erste Monatshälfte im Oktober, den Zeitraum vom 1. bis 15.10. Ich bin Daniela und wir schauen direkt in die Karten nach der Botschaft für die Zwillinge. Und ich habe hier die weiße Hexe gezogen und die weiße Hexe sagte, sei das Licht. Die ist hier begleitet von einer Eule. Und die Eule an sich ist auch ein sehr lichtvolles Tier, weil sie einfach die Eigenschaft hat, auch in der dunkelsten Nacht klar zu sehen und sich auf ihre Ziele zu fokussieren und eben auch zu erkennen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Also die Eule an sich hat eine sehr weise Unterscheidungsfähigkeit. Also die weiße Hexe an sich, eine Hexe an sich ist immer eine Heilerin und einfach eine weise Frau, eine Frau mit Weisheit. Und wir haben hier etwas, das nicht vergessen ist. Botschaften aus der geistigen Welt und auch Verbindungen, die noch nicht zerbrochen sind. Ja, Verbindungen, die nach wie vor bestehen. Und eine Verbindung, von der wir manchmal denken, dass sie zerbrochen ist und die aber nie zerbrechen kann, ist die Verbindung zwischen uns und unserer Seele. Wir schauen weiter in die Tarotkarten für die Zwillinge. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist die Aufgabe oder Herausforderung, die zweite der Rat der geistigen Welt und die dritte ein mögliches Ergebnis, das immer mit dem Denken, Fühlen und Handeln zu tun hat. Und wir haben hier erstmal die sieben der Münzen. Also es geht um irgendeine Form, um einen Fehlschlag, irgendetwas, was ja nicht funktioniert hat, was eigentlich in Fülle fließen sollte und aber hier sich irgendwo von seiner schwierigen Seite zeigt. Ja, manchmal zeigen sich die Dinge einfach von ihrer schwierigen Seite und da müssen wir schauen, wie wir damit umgehen, was wir machen können. Wir haben hier den Prinz der Münzen. Ja, der Prinz der Münzen, der bringt immer neue Chancen und Möglichkeiten, ja auch die Dinge einfach nochmal neu anzugehen. Das ist das, was ich eigentlich für die Zwillinge bekomme, so dieses, geh es nochmal neu an. Es mag also sein, dass du bei irgendetwas denkst, dass irgendetwas schon verloren ist, dass irgendetwas zerbrochen ist, unterbrochen, wie auch immer. Und manchmal, aber nur dann, wenn es sich wirklich richtig anfühlt, dann ist es positiv, wenn wir sagen, wir gehen das Ganze nochmal von vorne an. Ja? Höre auf die Botschaften deiner Seele, höre auf die Botschaften deiner geistigen Begleiter und ich habe hier die Fülle liegen. Ja, also eigentlich sollte etwas gut sein. Wir haben hier die Eremitin und die Eremitin, die ist verbunden mit allem und steht in Kommunikation mit allen. Die Karte an sich sagt aber, dass man sich manchmal auch alleine gelassen fühlt, im Stich gelassen fühlt, irgendwie so alleine im Regen stehend fühlt. Und es scheint mir, als ob du hier irgendetwas unterdrückst, ja. Also es ist auf jeden Fall jetzt auch eine Kartenlegung, die den Impuls setzt, die Dinge, die dich beschäftigen, zu lösen und nicht zu unterdrücken oder wegzudrücken. Denn die Dinge zu unterdrücken und wegzudrücken, die geben uns keinen dauerhaften Frieden. Das ist irgendwie immer ein Pflaster, ein Hilfsmittel, sowas in der Art, aber eben nichts, was wirklich Hand und Fuß hat. Ja, und der Prinz der Münzen ist jemand, der dir den Impuls gibt, die Dinge so zu klären, dass sie Hand und Fuß haben. Der König der Stäbe, der folgt seinen kreativen Impulsen und setzt diese um. Ja, und es ist an dir hier zu entscheiden, ob du deine kreativen Impulse, das, was aus dir rauskommt, deine Inspiration, deine Ideen, deine Lösungsansätze, ob du sie unterdrückst oder ob du sie verfolgst. Dem Licht in der Welt, das Licht in der Welt zu sein und dem Licht stattzugeben, den lichtvollen Impulsen stattzugeben, bedeutet immer, dass wir versuchen, Wege zu finden, dass wir versuchen, Lösungen zu finden, dass wir versuchen,
Verbindungen, die blockiert oder unterbrochen sind, zu heilen, dass wir versuchen, die Blockaden aufzulösen. Ja, das ist auch etwas, was die weiße Hexe machen würde. Eine Hexe ist sehr gut darin, Blockaden aufzulösen, Energieblockaden aufzulösen. Ja, sowohl in sich selbst als auch im Außen. Einfach indem man den lichtvollen Energien Raum gibt, sich auszudrücken. Ja, die weiße Hexe ist wie ein Tor für diese lichtvollen Energien und sie hält diese Energien nicht zurück, weil sie weiß, dass Energie etwas ist, was frei sein muss, was fließen muss, was Raum braucht, sich auszudrücken. Und ja, sie trifft diese Entscheidungen aus der Verbindung mit sich selbst heraus und aus der Verbindung mit der Welt heraus, die sie umgibt, aus der Verbindung mit der Welt, ja, mit der sie eins ist. Die Eremitin ist immer eine Karte der Einheit, nicht der Einsamkeit. Von dem her ist es eben ganz wichtig, dass du wirklich auf die Botschaften deiner Seele hörst, auf die Botschaften der geistigen Welt hörst, deiner geistigen Begleiter hörst und eben dann unterscheidest, wo es angebracht zu handeln ist und wo du dich besser zurückhältst, wo kreative Impulse umgesetzt werden können, wo das Ganze Sinn macht, ja, und wo in der Welt du diese lichtvollen Energien ausdrücken und zum Einsatz bringen kannst. Und ich habe hier den Delfin. Der Delfin sagt, lebe glücklich in der Gegenwart. Ja, und damit man glücklich in der Gegenwart leben kann und eben auch diese Fülle und den Fluss der Energien genießen kann, ist es eben immer wichtig, dass man mit den Energieblockaden arbeitet, wenn man sie lösen kann. Oder diese Energieblockaden in eine Position bringt, wo sie einen persönlich nicht behelligen. Ja? Es kann jetzt zum Beispiel sein, dass es in deinem Leben einen Menschen gibt, der wie so ein Fels ist, mitten in deinem Weg. Und ich meine jetzt nicht der Fels in der Brandung, sondern ich meine wirklich so dieser riesige Pflock auf deinem Weg, der dir einfach im Weg steht, ja, wo die Energien rechts und links vorbeifließen, aber der Weg ist nicht wirklich frei. Und dann ist es entweder wichtig, einen anderen Weg zu wählen, der nicht blockiert ist, oder diesen Pflock in irgendeiner Form energetisch zur Seite zu schaffen, sodass du glücklich in der Gegenwart leben kannst, ohne dass du beeinflusst bist von blockierten Verbindungen, von Dingen, die nicht funktionieren, die möglicherweise auch gar nicht an dir liegen, ja, und das ist auch etwas, was mir die Karten hier sagen, so dieses, es liegt nicht an dir. Ja, es liegt nicht an dir, dass die Dinge sich manchmal nicht so entwickeln, wie du es dir wünschst. Ja, das liegt oft an den anderen, an den Umständen. Und wichtig ist, dass du dir selbst ein Licht bist und dir einen Weg schaffst, auf dem die Energien fließen können, auf dem du glücklich in der Gegenwart leben kannst, ohne durch diese Blockaden von anderen beeinflusst zu werden. Ja, lieber Zwilling, soweit ein Blick in die Karten für dich für die erste Monatshälfte im Oktober. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Wie immer freue ich mich riesig über Likes und Kommentare und auch über Kaffee und Super Thanks. Wünsche dir alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.